Sie wollen mit diesem Elan sicherlich Frankreich jetzt ärgern. Und wie gesagt, sie sind eben vom Psychologischen ein bisschen im Vorteil, weil sie nichts zu verlieren haben. Ja, die Erwartungshaltung bei Serbien ist mittlerweile ziemlich weit in den Keller gerutscht aufgrund von verpassten Qualifikationen in den letzten Jahren. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften waren sie gar nicht dabei. Und hier landet die Hand von Marzenic am Hals von Mikhail Gigou. Hier haben wir Nedeljko Jovanovic, der bei vielen verschiedenen deutschen Vereinen gespielt hat. Mit den längeren Haaren sitzt er dort. Der Gigou hat eins ins Gesicht bekommen. Er ist ein ganz großer Aktivposten gewesen auf der Linksaußenposition. Hat eine super Quote gehabt. Hat, glaube ich, 6 Tore erzielt. Einen Seemeter nur verworfen. Kein Phoebus sonst. Und auf der anderen Seite Luke Abalo. Der ist eigentlich...